Ein großer deutscher Kleingeist soll einmal gesagt haben, in einer schwachen Stunde, vor das Fernsehen habe der Redakteur den lieben Gott, oder umgekehrt, vor das Fernsehen habe der liebe Gott den Redakteur gesetzt. Nee, ich meine, anders wäre besser. Vor das Fernsehen hat der Redakteur den lieben Gott gesetzt, nicht? Ah, ja. Sonst könnte man ja nicht durchgucken, ne? Ist ein interessanter der kann sich unsichtbar machen, ne? Ja. Ist ein interessanter Versuch. Ein interessanter Versuch einer Interpretation. Der Satz ist insofern interessant, weil man ihn so sehr umkehren kann. Es gibt einen, zum Beispiel einen freien Mitarbeiter beim ZDF, dessen Namen wir hier leider nicht nennen können, weil er würde sonst sofort fest angestellt und das möchte er nicht. Und der Meinung ist, der Satz sollte vielmehr heißen, bei dem, was Television heißt, kommt immer was dazwischen meist. Um es ganz kurz zu machen, wir wollen ein Lied singen, das unsere Erfahrung mit dem Fernsehen betrifft und unsere etwas bitteren Erfahrungen. Wir wollen das anhand einer Idee machen, einer Show-Idee, also einer Fernsehshow-Idee, von dem, was aus der Idee dann im Endeffekt nachher zum Schluss wirklich wird. Die Fernsehshow. Vor kurzem rief ein uralter Freund bei uns an. Inzwischen beim Fernsehen ein fast wichtiger Mann. Zwar weiß niemand genau, was er eigentlich dort tut, doch er sei überall dabei und es ginge ihm gut. Er hätte eine irre neue Show-Idee auf sozialkritischer Basis, völlig weg vom Klischee. Hochpolitisch und als wüsste er jetzt schon genau. Sendung Samstagabend nach der Tagesschau. Und um seine Show ganz klar von anderen zu trennen, würde er sie der Wolf im Schafspelz nennen. Wie schön, dass auch in unserem Staat der Progressive eine Chance hat. Natürlich lehnten wir auch diesmal nicht ab, besonders als wir hörten, was es sonst noch so gab. Eine bahnbrechende Mischung aus Ballett und Diskussion, die Show praktisch als Medium für die Information. Zwar Unterhaltung, aber so gemacht, dass der Zuschauer merkt, warum er lacht. Ein visionäres Menetekel auf den Schirm projiziert und durch den Kommentar des Moderators politisiert. Der Wolf im Schafspelz, ein Meilenstein der Show. Ein rhetorisches Spektakel oder so. 2 Wochen später kam er bei uns vorbei, um uns zu sagen, dass es bei der Show geblieben sei. Auch der Redakteur sei nach dem obligaten Streit nunmehr endlich zu dieser Produktion bereit. Einige kleine Änderungen hätte er hinnehmen müssen. Das sei beim Fernsehen so, wir müssten es wissen. Zum Beispiel wäre die Sendung, was unwichtig sei, zwar immer noch am Samstag, doch nun um 3. Auch der Titel sei geändert und nun hieße die Show Der Mops im Paletot. Wie schön, dass auch in unserem Staat der Progressive eine Chance hat. Morgen endlich fängt unser Freund an zu drehen. Natürlich etwas anders als vorgesehen. Der Programmchef strich ihm die Show zusammen. Der Abteilungsleiter legte sie ins dritte Programm. Auf Wunsch des Rundfunkrates bat der Intendant um Titeländerung. Prompt wurde sie umbenannt. Sie heißt nun: Wie oft darfst du deinen Dackel baden? Parallel dazu wird Deutschland England übertragen. Uns ist das alles längst einerlei. Denn natürlich sind auch wir nicht mehr dabei. Wie schön, dass besonders in unserem Staat der Progressive eine Chance hat.